Also, vor unserer Promenade haben wir ein bisschen verfeinert. Wir sind gelaufen. Und dann, als wir auf dem äußeren Fuß angekommen sind, sind wir geskippigt. Bedeutet, ich verdränge den vorderen Fuß mit dem hinteren Fuß. Es entsteht eine klare Sprungidee. Um die Sprungidee umzusetzen, gehe ich ein bisschen nach unten und nicht so wahnsinnig tief, wie ich jetzt gehe. Nur zu zeigen, lass meinen Körper durchschwingen. Es entsteht eine kleine Welle. Und gehe nach vorne. Nur nicht zu lange stehen bleiben, sonst schaffe ich es nicht, die Dynamik aufrechtzuerhalten. Quick, quick, slow, slow, slow. Quick, quick, slow, 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 slow. Und dann haben wir eine kleine Kurve eingebaut. Die ging sehr, sehr leicht. Ich bin hier auf dem äußeren Fuß stehen geblieben, mache die Idee einfach weiterlaufen lassen. Solange ich mag. Wir wollen nur einmal 180 Grad rumgehen. Nächste wieder aufsammeln. Hopp, hepp, zack, und hopp. Da habe ich sie wieder vor einer geschlossenen Position. Zeige es nochmal von hier. Stehen bleiben.